Beinhart wie ein Rocker, beinhart wie ein Schocker, beinhart geht das ab hier, beinhart wie ein Flaschbier. Jo! Ja, moin zusammen. Während ich jetzt hier hinter dem Mofa-Rocker, dem HSV-Mofa-Rocker, hat alles dann mit HSV dran, so ein echter Hamburger Junge. Ja, während ich dem hinterher tucker, mache ich jetzt mal die Begrüßung. Ich grüße euch zu einem ersten Blogbuch-Beitrag, Buschcamper-Blogbuch-Beitrag im Jahre 2022. Das ist der 30. Beitrag. Ja, wir haben inzwischen Ende März, 23. März. Heute soll es wieder richtig schön warm werden. 19 Grad ist angesagt. Da habe ich gedacht, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Fahre ich jetzt mal ein bisschen raus, treffe mich mit meinem Kumpel Stefan auf eine Hunderunde. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Und zwischendurch erzähle ich noch mal ein paar kleine Geschichten. So, aber als erstes muss ich mal tanken, auch wenn die Preise im Moment so hoch sind. Aber irgendwann mal, ne? Da war es zuletzt im Oktober. Im Oktober habe ich zuletzt getankt. So, aber es nützt ja nichts, ne? So. Bezahlt. Through and go. Ja, eine Autowäsche wäre jetzt schön, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf zu warten hier. Gerade noch mal nachgesehen, im Oktober habe ich für 40 Liter 56 Euro bezahlt und jetzt habe ich für 40 Liter 87 Euro bezahlt. Ja. Ja, der hohe Dieselpreis ist allerdings nicht der Grund, warum ich noch kein Buschcamper-Video rausgebracht habe dieses Jahr, sondern ja, es gab noch andere Sachen zu tun. Der Garten, ja, es ist ja Frühling, endlich scheint die Sonne, also Garten muss gemacht werden, im Haus muss was gemacht werden. Dann gab es auch mal den ein oder anderen Ausflug mit dem Hund und dem Schatzi. Wir waren mit dem PKW an der Ostsee und an der Elbe. Der Buschcamper war zu pflegerischen Maßnahmen in der Werkstatt. Etwas Rost entfernen und ja, der Zahnriemen war dran. Da habe ich doch nochmal investiert. Einen neuen Zahnriemen mit Wasserpumpe natürlich. Und dann war da noch die Scheibe von dem, wie heißt das, wo der Keilriemen drauf ist. Die Scheibe war auch noch gerissen. Ja, und nun? Ist alles wieder schick. Und der Bodenschutz war noch in Ordnung vom letzten Jahr und er hat dann noch mal Hohlraumversiegelung noch mal hinterher gekippt. Also jetzt kann es eigentlich wieder losgehen. Ich kann ja noch mal schauen, ob ich hier noch mal den Außenplatz freikriege.
einmal den Camper abzuspülen. Oh, das sieht doch ganz gut aus, oder? Das hat auch was. Endlich mal was auf Zahnlose. Na siehst du, hat sich das doch gelohnt hier, der kleine Umweg nach Sieg. Ja, jetzt ist der Wagen von seinem Winterdreck auch befreit. Und nun kann es dann wieder in den Wald gehen. Ja, ich stehe jetzt hier auf so einem größeren Parkplatz am Großen See vor den Toren Hamburgs. Ist nicht weit von mir, so 15 Kilometer. Also dann ist es auch egal, was der Diesel kostet. Ich warte jetzt hier noch auf meinen Kumpel Stefan und dann machen wir hier einen kleinen Spaziergang am See und ein bisschen durch den Wald. Und dann gibt es nachher wieder ein Käffchen. Ja. Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Na. Boah, die alten Knochen hier, die knacken schon. Oh, voilà. Na, Schnurr, wie geht's dir? Hm? Du? Ja, ha, das glaube ich gern. Das glaube ich gern. Der Kuchen für nachher, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, Aslan, oder? Genau. So, dann können wir ja endlich los jetzt, ne? Genau. Jo, kurz konnten wir den See sehen und jetzt ist wieder Wald angesagt, denn hier ist das ganze Ufer sozusagen oder das halbe Ufer im Privatbesitz. Wir haben dann irgendwo da eine Villa und man kommt da nicht ans Wasser ran. Aber dafür duftet es hier schön nach den Fichten in der Sonne, nach frisch geschlagenem Holz. Ja. Ja. Jetzt aber sind wir am See. Da ist der Nordstrand. Da hinten ist der Nordstrand. Und ein paar Leute sieht man da hinten schon. Man hört auch schon den ersten Ghetto Blaster. Und im Sommer kann das hier doch schon ein bisschen voller und lauter werden. Da wird hier jede kleinste Stelle ausgenutzt zum Baden von der Dorfjugend. Aus den umliegenden Ortschaften.
gut ist, dass hier zumindest feuerfeste Tonnen rumstehen, die als Mülleimer genutzt werden können. Daher bleibt das hier so recht sauber, auch wenn hier mehr Betrieb ist. So, dann werden wir hier diesen großen See verlassen und da geht es jetzt hier hoch. Ja, es geht ein bisschen hoch. Leichter Hügel. Auf 55 Meter geht es jetzt hoch. Du bist ja wie ein Touristenführer. Ja, in Richtung Fahrzeug. Dann nehmen wir den nächsten Weg. Noch so ein urzeitlicher Tümpel. Schön so in der Sonne. Ja, viele Wege führen zurück zum Camper und mancher Umweg ist ja auch dann ganz schön. Da sieht man sogar noch mal ein bisschen mehr. Das muss nicht immer der direkte Weg sein. Der Weg ist das Ziel, ne? Genau, das sowieso. So, dann hoffe ich mal, dass wir hier hinten irgendwo längs kommen. Und jetzt nicht durch das Moor müssen. Das sieht schon mal gut aus. Die Richtung ist richtig. So, da stehen ja unsere Fahrzeuge wieder. Das war jetzt eine schöne Runde und klasse, dass der Hund durchgehalten hat. Ja. 5 Kilometer, 5,5, 6. Guck mal. Und dann hast du dir jetzt auch eine Pause verdient, um was zu futtern. Und wir kriegen Käffchen. So. Was gibt's heute? Ein Stück Zitronenkuchen. Und der Hund kriegt ein bisschen. Kleine Zwischenmahlzeit. Ja. Und Stefan sitzt schon wieder in der Sonne. Herrlich. Herrlich, sag ich mal. 5,5 Kilometer waren das. Oh, nicht schlecht. Das war gut. Für den Schnuffi. Jo. Prost. Dann Prost Kaffee. Prost Kaffee. Da kann gar so die Hühner da hinten. Da jaulen die Hunde hier. Du. Ja, bei 30 durftest du nicht mehr auf der Parkbank sitzen. Ne? Ja, genau. 1,5 Meter Abstand, du, mindestens. So, unser schöner Tag geht ja langsam zu Ende. Da hinten geht die Sonne unter langsam. Ja. Ja. Die anderen sind im Freizeitstress, müssen noch Holz machen. Dann hört die Motorsägen.
Du musst noch einkaufen. Ich muss noch einkaufen für den Schnuff. Der braucht noch Wurst für seine Tabletten und seine Spritze. Dass er da immer kriegt er noch mal eine Scheibe Wurst. Ja, haben wir Frauchen versprochen. Und ja, in einem Monat sieht das dann wieder anders aus. Dann geht die Sonne etwas später unter und dann sehen wir uns auch wieder. Also, dann sage ich jetzt erstmal hier, wir beiden sagen erstmal tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Jo. Bärchenwurst für den Schnuff. Der Abend ist gerettet. Freunde, das war nun wirklich das Ende des Films. Hinten geht die Sonne unter und ich sage tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.